Willkommen zu meinem Vortrag. Es geht über FPGAs, dass alle FPGAs benutzen können sollen. Ich möchte damit anfangen, damit wer ich bin. Ich bin ein Untersuchungs-, ich arbeite bei der Universität von Hamburg und ich mache immer Sachen mit FPGAs. Ich versuche FPGAs mit Betriebssystemen zu verschließen. Ich versuche Netzwerk-Off-Chips auf den FPGAs zu entwickeln und ich mache viele Sachen mit Systemen, die während dem Laufen, während diese FPGAs noch laufen, sie umkonfiguriert werden können. Ich bin auf vielen Hacker-Events gewesen seit 2007 und ich habe auch schon ein paar Vorträge darüber gegeben. Ja, wenn Sie mich wissen wollen, dann sind die Informationen auf der Folie einzusehen. Okay, und jetzt fangen wir an damit. Okay, wenn Sie mich finden wollen oder mich reden wollen, damit Sie wenig auf Garuffle Village auf der Ende des Zelts sind, wo niemand uns hören kann. Und ich habe ein paar FPGAs dabei und wenn irgendjemand daran interessiert ist und mit dir darüber reden möchte, einfach vorbeikommen und wir können ein bisschen darüber reden. So, worüber rede ich jetzt hier? Dieser Vortrag ist darüber, wie man FPGAs mit Standardcomputern zusammenschließen kann, sodass Leute, die nichts über FPGAs wissen, auch davon Erfolge haben, den von Erfolgen von FPGAs genießen können. Wenn ich von einem FPGA zu meinen Eltern gehe, dann können sie damit überhaupt nichts machen, weil ich sie nicht wissen, wie man damit an einen Computer anschließen soll. Dieser Vorschlag ist darüber, dass ich eine Idee habe, wie FPGAs benutzt werden sollen, dass sie von einem Computer benutzt werden können sollen. Und ich habe ein paar Lösungen, die ich in den letzten Monaten erarbeitet habe und ich zeige nur ein paar grundlegende Implementationsdetails und wenn Sie noch vorbeikommen können, dann können Sie den ganzen Quellcode sich anschauen. Der Rest des Vortrages ist organisiert, dass ich Ihnen zuerst über FPGAs erzähle, für die Leute, die da überhaupt nichts wissen. Dann zeige ich Ihnen die Probleme, die ich gefunden habe, wenn man mit Ihnen FPGA verbinden möchte, mit einem ganz normalen Computer. Und in dem letzten erzähle ich über die Lösung, die ich gefunden habe. Ich habe auch eine kleine Demo dabei, wo ich Ihnen etwas zeigen kann. Okay, was sind FPGAs? Sie sehen das Bild auf dem Monitor und ein FPGA ist etwas, das ist ein Chip, der als produziert wird und es ist nicht statisch. Wenn man normalerweise eine CPU hat oder einen Chip, der Festplatten ansteuert, die Hardware im Chip ist statisch. Die kann man nicht einfach ändern. Und in einem FPGA kann man diese Hardware ein bisschen verändern, nachdem sie produziert wurde. Und dadurch kann man eigene Chips zu Hause produzieren. Man kann sie so oft ändern, wie man möchte. Es gibt kein Limit, wie oft man sie ändern kann. Das sind die grundlegenden Sachen über FPGAs, um die Vorteile davon zu sehen. Mehr Details können nach dem Vortrag bei mir erfragt werden. Einfach vorbeikommen. Standard-Benutzer-Szenarien, zum Beispiel Prototypen erstellen. Wenn man etwas benutzen möchte, einen Chip produzieren möchte, dann kann man ihn erstmal debuggen und erstellen, bevor man die Hardware-Beschreibung zu dem Hersteller geben muss. So sind weniger Fehler dabei, also wenn man einen Fehler macht, dann findet man den Fehler früher und billiger. Während man noch dabei ist, ihn zu designen. Ja. Also man kann einfach nur einen Prototypen haben. Ein anderer Bereich, wo FPGAs häufig benutzt werden, sind Herstellungen von geringen Stückmengen. Wenn man zum Beispiel eine Hardware erstellen möchte und nur, keine Ahnung, 1000 herstellen möchte, dann benutzt man ganz einfach einen FPGA, weil der viel billiger ist, als einen eigenen Chip zu produzieren. Und man kann sogar die Hardware updaten, während er beim Kunden ist. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, dass wenn man die Hardware ausliefert, dann kann der Kunde sie kaufen. Danach kann man noch eine Firmware veröffentlichen, die Hardware in dem Produkt ändert. Das wird sogar gemacht. Vielleicht kennt jemand was. Das kann man mit einer ISDN-Karte. Die wurde von AVM veröffentlicht. Die haben einen
aktiven ISDN-Karte mit einem FPGA drauf und sie veröffentlichen Updates für die Firmware. Ein anderer Bereich, wo FPGAs sehr wichtig, häufig benutzt werden, sind High-Performance-Computing. Da gibt es viele High-Performance-Computing-Centers, also Computer-Center, die sehr, sehr schnell sind, sie haben einfach nur viele FPGAs, wo sie berechnen. Es gibt ein paar Firmen, die entwickeln spezialisierte Serversysteme mit integrierten FPGAs, zum Beispiel um Desk-Cracking durchzuführen oder MD5-Cracking zu machen. Zum Beispiel gibt es CyEngine, den Copacabana-System, das ist nur ein Serversystem mit 128 FPGAs drin und sie können das in wenigen Stunden cracken und mit sehr wenig Stromverbrauch. So, warum sollten wir uns um FPGAs kümmern? Zum Beispiel die Hackergesellschaft oder die Leute zu Hause. Normalerweise ist das ein sehr kompliziertes System, die FPGAs herzustellen oder die FPGAs zu programmieren. Warum sollten wir uns darum kümmern als Hacker? Können wir sie benutzen, um kryptografische Beschleunigungen zu machen? Wir können sie benutzen, um VPA oder WPA2-Schlüssel schneller zu cracken. Wir können unser AES beschleunigen. Und zum Beispiel, während es möglich wäre, wäre es cool, wenn man den OpenVPN öffnet und die Kryptografie wird schneller von einem FPGA gemacht, sodass der Prozessor auf dem System weniger machen muss. Man kann sogar Hardware-Festplattenverschlüsselung auf dem FPGA erstellen. Man könnte eine normale SATA Festplatte auf einen FPGA anschließen und man könnte die Verschlüsselung auf dem FPGA machen und man könnte sehr schnelle Verschlüsselungen durchführen. Man kann auch natürlich Bitcoin Mining drauf machen. Da ist man im Moment ein bisschen zu spät. Die meisten Bitcoin Mining sind auf ASICs, also benutzt es nicht auf einem FPGA. Das ist nicht mehr sinnvoll. Was man auch noch machen kann, man kann Video- oder Grafikbeschleuniger darauf bauen. Ich hatte eine nette Rede mit jemandem, der ein HDMI zu USB-Projekt gemacht hat, wo dem viel HDMI-Sachen auf einem FPGA gemacht, beschleunigt die Grafik auf einem FPGA und man könnte sogar Bilderbearbeitung zum Beispiel bei GIMP machen. Man könnte ein paar Filter machen, man lädt die auf ein FPGA und dann wird das alles schneller. Eine andere Sache, die ich versucht habe zu Hause zu machen, ist eine Hardware-Firewalling, zum Beispiel Netzwerksicherheit. Man könnte einen FPGA benutzen, zum Beispiel auf diesem Bild sehen Sie den auf einem 4-Port 1-Gigabit Ethernet-Board mit einem FPGA drauf und man könnte Hopper-Firewalling machen. Das heißt, man löscht die Pakete, bevor sie überhaupt ankommen, oder man könnte die auch auf ein anderes Interface kopieren. Oder man könnte auch seinen eigenen Switch dadurch erstellen. Ja, und das Letzte, was man mit FPGAs machen kann, ist, man kann sie benutzen, um als besondere Geräte zu benutzen. Zum Beispiel kann man ein USB-Gerät nach draußen ausführen und irgendein Gerät darauf erstellen. Zum Beispiel soll es aussehen, es ist eine CPU und als weitere CPU in dem Prozessor oder im Betriebssystem zu verwenden. Man kann es auch verwenden, um einen Analog-zu-Digital-Konverter zu benutzen. Und man kann sogar Software-Defined Radio damit machen, wenn man die richtige Hardware zum FPGA anschließt. Ein übliches Design, wenn man versucht, einen FPGA zu einem Standard-Computer anzuschließen, ist, dass man einen Host-PC hat, der hat das Betriebssystem, die ganzen grundlegenden Sachen, wir haben eine FPGA-Zugriffsschicht und wir haben die Applikation. Der FPGA-Anschluss ist in der Regel über Büchereien gemacht, also Libraries. Und der Host-PC macht nichts. Das Hausbetriebssystem weiß nichts darüber, dass da ein FPGA angeschlossen ist. Auf der anderen Seite hat man das FPGA, wo die Hardware drauf ist, die
Komponenten, die man erstellen möchte, die irgendwas beschleunigen soll, von dem, der auf dem PC läuft. Und dazwischen hat man unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Ethernet oder viele andere. Noch mehr als auf dieser Folie zu sehen sind. In diesem Design hat man unterschiedliche Probleme. Zum Beispiel hat man das Problem mit der Hardware. Man hat eine sehr komplizierte Erklärung, was auf dem FPGA läuft. Man braucht Verilog oder VHDL und die Beredung mit Tim sagt ja, dass es auch viele Sprachen gibt, wie, wo man die Hardware in Python schreibt und der Python wird dann zu Verilog oder VHDL umgewandelt. Und naja, die Dateien, die man für FPGAs erstellt, sind abhängig von welchem FPGA es ist. Man kann es immer nur auf einen einzigen FPGA-Typ draufladen und nicht auf irgendeins. Und das Letzte ist, es gibt keine Standard-Interfaces. Wenn man ein FPGA oder einen Komponenten auf dem FPGA erstellt, dann muss man immer darüber nachdenken, wie man die Daten vom FPGA herunterbekommt. Es gibt im Moment keinen Standard, wie man einen FPGA zu einem ganz normalen Computer anschließt. Aber es gibt ein paar Standards, wie ein FPGA mit einem Serversystem verbunden werden kann. Man hat Probleme mit der Verbindung. Zum Beispiel kann man AS32 benutzen oder 232, das ist sehr einfach, aber sehr langsam. Manche Designs ist es ausreichend, aber in den meisten Fällen braucht man eine höhere Geschwindigkeit. Dann kann man Ethernet, PCI Express oder USB benutzen, um etwas auf den FPGA zu laden. Die sind sehr schnell, aber in den vielen Fällen sind sie relativ komplex. Zum Beispiel bei der Hardware-Implementation, aber auch auf der Software-Implementation. Dann gibt es JTAG. Viele FPGAs können in JPEG zu benutzen, aber es ist sehr langsam und sehr unbekannt. Es ist das meistbenutzte Protokoll, mit dem man benutzt, ein FPGA zu konfigurieren, um die Hardware darauf zu laden. Und das letzte ist General Purpose I.O. Da kann man irgendwas definieren. Man kann ein Kabel, drei Kabel anschließen oder irgendwas, aber es gibt keine Standards. Also man kann das nur selber benutzen, und wenn man sie selber entwickelt hat oder definiert hat. Also insgesamt kann man sagen, wir können nicht ein Design, wie zum Beispiel ein AES-Beschleuniger, und wir können den nicht einfach mit irgendeinem FPGA anschließen. Und man muss halt immer darüber wissen, dass wenn man einen FPGA-Beschleuniger benutzen möchte, muss man schließen, welchen Anschluss möchte man benutzen. Man muss es selber implementieren. Da gibt es auch viele Probleme mit der Software. Wenn man ein normales Betriebssystem sich anschaut, dann hat man die grundlegenden Treiber unten und man hat das Betriebssystem, die diese benutzt, um alles zum Funktionieren zu bringen. Und dann kommt FPGA-Zugriff, der normalerweise eine Softwarebücherei benutzt oder Software Library. Und dann läuft darauf die Anwendung. Wenn man zum Beispiel einen AES-Beschleuniger benutzen möchte mit OpenVPN, dann macht die Anwendung OpenVPN, die eine spezielle Bücherei braucht, um den FPGA zu brauchen, und also der FPGA-Schicht. JTAG ist der häufigste Weg, einen FPGA zu programmieren. Es ist sehr wichtig, dass ein Betriebssystem JTAG unterstützen muss. Im Moment braucht man eine spezielle Software für jeden FPGA-Hersteller, um den FPGA zu programmieren. Es gibt ein paar Open-Source-Projekte, wo sie grundlegende JTAG-Programmierer entwickeln, aber die sind immer nur für wenige spezielle Geräte, aber es gibt keine für alle. Das Betriebssystem in dem PC weiß überhaupt nichts über FPGA.
Selbst wenn man den FPGA mit dem Computer verbindet und den Bitlight-File drauflädt, dann macht das Betriebssystem in der Regel gar nichts. Es sieht dies nicht als irgendeine Beschleunigungsmöglichkeit an. Und die ganzen FPGA-Zugriffs-Libraries sind immer abhängig vom Chip. Also wenn man ein Design zu einem anderen FPGA-Board porten möchte, dann muss die FPGA-Zugriffsschicht in der Software verändert werden. Das größte Problem, das wir sehen, ist, dass es keine Standard-APIs sind oder irgendein Standard. Also muss ein Standard erstellt werden, sodass der Entwickler diesen Standard benutzen kann. Auf der Folie ist jetzt ein etwas von XKCD, das darüber redet, dass wenn man einen neuen Standard entwickelt, dann wird in der Regel einfach ein neuer Standard, der aber nicht die anderen werden, weiterhin funktionieren oder weiter benötigt werden. Und so ist es auch in diesem Fall. Das heißt, wir können nicht einfach einen neuen Standard entwickeln, wir kriegen einfach nur noch einen weiteren. Meine Antwort zu das Ganze ist, dass wir zum Beispiel für das Teil, das wir entwickeln, eine Beschleuniger auf einem FPGA, dann müssen wir den Beschleuniger zu einem Standardnetzwerk verbinden, um mit dem FPGA kommunizieren zu können. Ich habe ein OCSN-Netzwerk entwickelt.
Ein anderer Teil ist ein Linux JTAG und Subsystem. Normalerweise hat man einen Linux Grundkernel und dann hat man einen PCI oder USB oder seriell Treiber drauf und dann hat man einen USB Programmierer. USB Programmierer sind die Geräte, wo man ein FPGA anschließt und man kann konfigurieren, wie der Bitstream auf das FPGA läuft. Also ich habe einen JTAG-Host-Treiber erstellt im Moment für Digiland JTAG, also Digiland JTAG Cables und Xilinx Programming Programmierkabel, die auch kaufbar sind, die man sich auch kaufen kann. Ich habe sogar den Digiland Host-Treiber erstellt und ein Student von mir benutzt den Xilinx Host-Treiber. Im JTAG-Untersystem sind die ganzen Komponenten, die wir brauchen, um mit den Komponenten innerhalb von JTAG zu kommunizieren. Die sind abstrahiert und dadurch kann man unterschiedliche Arten von Geräten anschließen, zum Beispiel einen FPGA-Treiber für Spartan-Geräte. Dabei kann man FPGAs konfigurieren, dadurch, dass man einfach nur die Bitstreams in einen Linux-Gerätetreiber kettet, also weiterleitet. JTAG ist sehr langsam, ist eine riesige Registerkette, wo man diese Geräte, wie auf diesem Bild zu sehen ist, die Systeme TMS und TCK werden direkt zu allen Geräten verbunden, die werden benutzt, um den State innerhalb der Geräte zu ändern. Also jedes Gerät hat eine finite State-Maschine und über TMS und TCK-Signalen kann man die Geräte zu unterschiedlichen Stati bringen, um sie dort zu konfigurieren oder um Statusinformationen zu bekommen. Die TDI und TDO-Pins werden benutzt, um Shift in Bitwise-Daten in die Geräte reinzuschieben oder rauszuschieben. Also es ist sehr komplex, um Informationen in diese Geräte reinzukriegen. Das sind die endlichen Stati-Maschinen in den JTAG-Geräten. Es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist, Daten in ein Restruct in Aufgabenregister zu schicken. Man das erzählt, was ich mit dem Gerät machen möchte, und dann gibt es Data-Register, wo man Daten außerhalb dem Gerät auslesen kann oder in das Gerät reinschreiben kann. Und das ist sehr komplex, und während ich den JTAG-Host-Treiber programmiert habe, hatte ich damit viele Probleme. Ich habe ein JTAG-Bus-Interface entwickelt, sodass Gerätetreiber mit Geräten innerhalb der Kette reden können, sodass man zum Beispiel die Funktionen wie JTAG an, aus, um einfach nur die JTAG-Ketten ein- und auszuschalten, man hat eine spezielle Funktion, um sie zurückzusetzen. Man kann auch den Datenregister oder den Instruction-Register auswählen. Wenn man zum Beispiel eine Aufgabe in den Instruction-Register reinschreiben möchte, dann sage ich, hey, JTAG select Instruction-Register, und dann sagt man JTAG write, und man könnte 7 Bits da reinschreiben, und dann ruft man JTAG update, und dann wird der JTAG-Register abgedatet oder neu gelesen. Genau dasselbe mit den Datenregistern. Also der Gerätetreiber für den FPGA muss nicht wissen, wie man Daten in dieser Kette rumschieben kann. Es kann einfach nur diese Funktionen benutzen, um das Ganze einfacher zu machen. Okay, im Moment funktioniert es grundlegend. Der Host-Treiber für Xilinx-Plattform USB-Kabel 1 und 2 funktioniert meistens. Ich habe ein funktionierender Digiland JTAG-Geräten, zum Beispiel Nexus, FPGAs, Atlas und das Digiland Kabel. Ich habe Gerättreiber für die Vertex 5 FPGAs, um Bitfile zu konfigurieren, und auch für Spartan 6 FPGAs. Bevor ich jetzt veröffentlichen möchte, möchte ich den Code ein bisschen aufräumen. Ich möchte ein paar Memory Leaks
Fixen, die ich hier identifiziert habe. Und ich möchte automatische Firmware-Loading für die Digilent-Geräte. Wir brauchen eine spezielle Firmware, die deren Werkzeuge mitbringen als Teil des Quellcodes. Und wenn man einen Kernel-Treiber benutzt, muss man sicherstellen, dass diese spezielle Firmware, die der Haustreiber benutzt, reinlädt, bevor man ihn wirklich benutzen kann. Das möchte ich machen. Noch ein Teil der Lösung ist, ich habe ein On-Chip-Switching-Netzwerk, also auf dem FPGA entwickelt, aber dieser NOC braucht auch einen Teil im Linux-Kernel, dass man mit dem innerhalb von Linux kommunizieren kann. Also, es ist sehr ähnlich zum JTAG-Subsystem, aber eine wichtige Sache ist, Unterschied ist, dass man auf der einen Seite Geräte innerhalb von NetDev Subsystem hat, das heißt, man könnte ein FPGA anschließen über Ethernet zum PC-Computer und da gibt es ein spezielles Paket vom FPGA, das reinkommt. Dann muss das OCSN-Subsystem das erkennen und erstellen, dass ein OCSN-Untersystem ist und kann das Netzwerk darüber verwenden. Und das Ähnliche wie PCIs und USB. Da kann man dann Gerätetreiber darauf laden, auf die FPGA. Und durch die Benutzung dieses Subsystems. Ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass ich einen Netzwerktreiber erstellt habe, sodass man ganz einfach Socket-Programmierung benutzen kann, um Komponenten auf dem FPGA benutzen zu können. Wenn man damit nur kommunizieren möchte, dann benutzt man ein einfaches C-Programm, dass man sagt, ich möchte ein Socket öffnen, ich möchte ein OCSN-Socket öffnen und dann kann man sagen, hey, ich möchte ein Paket zu dieser Adresse schicken und zu diesem Zielport und das Subsystem stellt sicher, dass das Paket zum FPGA gekommen ist und dort richtig ankommt. Die Bus-API ist viel einfacher als das JTAG-Bus-API, wenn man nur Paket senden und Paket empfangen ist. Also weil ich Frames auf diesem Level benutze. Die meisten Daten werden in diesen Frames reingesteckt über diese OCSN. Frames. Das Transmit-Frame und das Empfangs-Frame sind im Gerätetreiber vorhanden, sodass ein Gerät nach Frames für zum Beispiel einen speziellen Port hören kann. Das bedeutet auch, dass man Treiber schreiben kann oder ein einfaches C-Programm auf dem Host-Computer, das ein RAM-Komponenten außerhalb des Gerätes auf einer Datei simuliert, dass Geräte vom FPGA diese Geräte von dem Host-System aufrufen können. Und sie müssen auch nur einfache OCSN-Frames benutzen. Ja, der aktuelle Status ist, dass die meisten grundlegenden Geräten funktionieren. Ich habe einen speziellen Treiber für PCI Express Geräte. Die werden normalerweise von normalen Benutzern einfach nicht verwendet. Das ist ein Militär-FPGA-Board, das ist sehr teuer. Und ich habe einen Host-Treiber für Ethernet-Connection für 10 und 100 Megabits und 1 Gigabits. Und Gerätetreiber für Block-RAM-Komponenten und für die OCSN-Switch, wo man Statistik und Daten abfragen kann und zurücksetzen kann. Ich möchte den Code aufräumen. Ich habe ein Problem mit Netzwerkdurchsatz. Wenn ich den PCI Express-Interface benutze, kriege ich nur 200 Kilobits von Daten durch, aber ich sollte mindestens 8 Gigabits durchkriegen. Also muss ich mal schauen, wo da das Problem ist. Und ich möchte Digilent Adapt Support dazu fügen, dass man alle Atlas Boards benutzen kann, ganz einfach. Ja.
So, was ich versuche Erfahrungen zu sammeln, dass Entwickler und Benutzer und meine Hardware-Entwicklung nutze, dass der Benutzer einfach ist, die Hardware zu unterschiedlichen FPGA-Boards zu veröffentlichen. Es gibt viele Komponenten, wo man nur das Gerät wechseln kann und man muss die Arbeit in die Komponenten stecken, die einen interessiert. Ich möchte, dass es einfach ist, den Code von anderen zu benutzen. In der Regel machen Hardware-Developers schreiben sie im Moment Hardware einfach neu, weil es schwer zu verstehen ist, was andere Leute darüber gedacht haben. Und ich möchte es auch so haben, dass niemand darüber nachdenken möchte, wie man Netzwerke, also Interconnections-Netzwerke baut. Nur wenn sie darüber nachdenken wollen, dass man die ganz einfach benutzen kann. Dass sie einfach vorhandene Netzwerke verwenden können und ihre AES- oder SHA-1-Komponente entwickeln. Ich möchte, dass Softwareentwickler FPGAs zugreifen können, ohne viel darüber zu wissen. Also, dass man einfach über Socket-Programmierung die Geräte verwenden kann, ohne dass man verstehen muss, was der FPGA oder die Verbindungsnetzwerke macht. Die Softwareentwickler sollten bekannte Zugriffsmöglichkeiten benutzen, wie zum Beispiel Gerätetreiber. Und was ich auch möchte, ist, dass Softwareentwickler sehr einfach die Möglichkeit haben, Hardwarebeschleunigung in ihren Produkten oder Quellcodes zu verwenden. Zum Beispiel könnte man immer Bilderprozesse oder Filter für zum Beispiel GIMP auf einem FPGA zu beschleunigen. Das möchte ich in der Zukunft ausprobieren. Und dann die entwickelte Benutzer-Experience. Ich möchte, dass ein Benutzer, der keine Idee von FPGAs hat, einfach eine Datei in eine Software startet und Hardware-Beschleunigung verwendet, wenn ein FPGA angeschlossen ist. Und das Betriebssystem soll sie benutzen können. Und wenn das Betriebssystem sieht, da ist ein FPGA und der Benutzer möchte Verschlüsselung machen, dann lade ich ganz einfach die Verschlüsselungssoftware auf dem FPGA und der Benutzer wird da einfach angeschlossen werden. Das soll so einfach sein wie USB für den Endbenutzer. Ja, und jetzt versuche ich zu zeigen, wie das aktuell aussieht, über eine kleine Demo von meinem System. Okay, jetzt lade ich den Linux JTAG-Unterstützung. Ich lade nur den JTAG-Bus-Treiber. Passiert im Moment gar nichts, dann lade ich den Host-Treiber für die Studentgeräte. Dann im Moment muss ich das Ganze noch manuell machen, um die Firmware in die Digitalent Board hochzuladen. Und jetzt lade ich den Digitalent Treiber. Und jetzt sieht man hier, dass der Digilent-Treiber hat ein Digilent-Gerät mit der Firmware-Version 10.3 gefunden und identifiziert das Produkt und registriert es zum JTAG-Bus-Treiber. Und der JTAG-Bus-Treiber durchsucht diese Kette und sucht nach und fand genau ein JTAG-Gerät mit 6 Instructions. Eine Instruction-Größe von 6, also eine Auftragsgröße von 6. Und jetzt lade ich
den JTAG Spartan 6 Treiber. Und man kann sehen, dass der Treiber einen Spartan 6 FPGA identifiziert hat auf dem Board. Und jetzt möchte ich ihn programmieren. Also kette ich ein Bit-File in das Gerät rein, das Gerättreiber, der vom Gerätetreiber erstellt wird, und man kann sehen, dass es anfängt, die Konfiguration anfängt, es identifiziert das Datei und es schaut, dass die Datei wirklich für dieses FPGA ist, und dann lädt es diese Datei, beendet ist, sagt zum FPGA-Gerät, es soll neu starten, und danach funktioniert das FPGA. Im Moment ist auf dem FPGA nichts zu machen, also es lässt einfach nur ein paar LEDs blinken. Und jetzt zu sagen, hey, FPGAs, die LEDs blinken, aber das ist hier nichts Besonderes in selten. Mit diesen Leuten, die hier auch auf dem Camp sind. Das ist jetzt der JTAG-Treiber und ich kann euch zeigen, aber im Moment läuft das nicht auf meinem Laptop, also muss ich das mit einem anderen Server verbinden. So, jetzt bin ich auf einem Server bei meiner Universität, wo ich das implementiert habe, und ich kann jetzt ganz einfach die ganzen Geräte anzeigen auf dem FPGA, der da dran angeschlossen ist. Und da sind ein paar Switches vorhanden und ein paar Echo-Server. Echo-Server sind nur Komponenten, die das Paket einfach zurückschicken, das ist gut für Debugging. Und jetzt kann ich auch sagen, hey, OCSN Ping. Und ich pinge diese Komponenten auf dem FPGA und das pingt es. Wie bei TCP/IP. Ich kann sogar Informationen von einem Switch anfordern. Ich werde jetzt diesen Switch benutzen. Ah, die Verbindung ist verloren gegangen. Ah ja, man kann einfach sehen, welche Ports online sind und wie viele Pakete schon durchgegangen sind durch den Switch. Und ja, nicht wirklich. Ja, nicht, man kann im Moment nicht wirklich viel sehen. Jetzt muss ich zu meinen Folien zurückgehen. Sie sind nicht mehr da. Okay, noch eine Folie, das Ganze so ein bisschen langsam. Okay, also was ich euch gezeigt habe, ist meine Idee, wie die Entwickler- und Benutzer-Experience-Erfahrung besser wird, und ich hoffe, dass ich viele unterschiedliche Ideen von anderen bekommen, wie ich weitermachen soll und wie ich vielleicht ein paar Sachen ändern soll. Im Moment habe ich dieses JTAG-Untersystem vorhanden und ich habe das OCSN-Untersystem für Kommunikation, und wenn irgendjemand helfen möchte, bin ich sehr
möchte ich sehr, bin ich sehr froh darum, und auch wenn ihr Ideen habt, wie man was ändern sollte, wäre das sehr interessant. Ich bin jetzt am Ende meines Vortrags. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie bei meinem Vortrag waren, und habt ihr irgendwelche Fragen? Hallo. Ja, bitte. Einfach anfangen. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Der Vortrag erinnert mich an eine Idee von 2004, die ich hatte. Das war Kölle Beschleunigergerät, und ich habe einen Vortrag auf dem 21C3 gemacht, und das war noch in Berlin. Es war eine Idee, dass man ein Gerät macht mit vielen FPGAs, die untereinander verbunden sind. Und damals waren das noch Parallelanschlüsse, und später wollten wir es zum Seriell umwandeln. Und das hat niemand interessiert, weil es auch kein Bitcoin gab. Und es hat keine Interesse daran gegeben, weil alles gestorben ist. Aber ich würde auch sagen, das Projekt ist einfach gestorben, weil niemand daran interessiert war. Die Idee mit dem Netzwerken war, man benutzt ein spezielles Ethernet-Protokoll und darüber ein Netzwerkprotokoll durchführen kann, über Fishbone. Man hat auch ein spezielles Host-Interface, das wenn man nur dumme Switcher hat, die nur Mac-Switching macht, dann kann man die Mac-Adressen abhängig vom Geräten machen. Von den Geräten in dem Fischknochenbus. Das ist ein Bus, der aussieht, also ein Bus, also ein Netzwerkbus, der aussieht wie ein Fisch, also wie ein Fischskelett. Und darüber kann man auch sehr gute Informationen machen. Vielleicht ist das eine bessere Sache. Also vielleicht könnte man die Quellcode benutzen, dann könnte man die zusammen mit denen zusammen machen. Antwort ist: Ja, mein Gerät kann durch normale Ethernet-Switches benutzt werden. Die Brücken, die ich benutze, sind in der Lage, einen normalen Switch zu benutzen. Hätte ich Interesse daran, könnte ich mindestens 10 von diesen FPGA-Boards mit einem Ethernet an meinen Hostcomputer anschließen. Wishbone habe ich auch überlegt am Anfang meines Vortrages, aber ich wollte etwas, was sehr einfach zu benutzen ist. Und Wishbones fängt relativ an einem bestimmten Zeitpunkt an, sehr kompliziert zu werden. Darum habe ich beschlossen, Wishbone im Moment nicht zu benutzen. Im Moment kann man darüber reden, die Netzwerkkomponenten auf dem Chip zu verändern, aber für Entwicklung im frühen Status ist es sehr einfach, ein sehr einfaches System zu benutzen, dass man die Fehler früher erkennt. Über Wishbone, über Ethernet kann man einen speziellen Korn haben, der die Fishbone-Translator Science ändert. Man kann das irgendwo auf dem FPGA-Board machen, und man kann auch die Verbindung auf dem FPGA zu benutzen. Und wenn man zwei FPGAs auf einem Gerät hat, dann kann man einen seriellen Link haben. Dann kann man eine Architektur machen mit ein paar Wishbone-Cores, dass man von einer Karte zur nächsten über Ethernet macht. Und der Vorteil ist, dass es viel schneller, dass man besser mehrere Geräte anschließen kann. Man kann die alle miteinander verbinden, und ich glaube, es ist schneller, wäre eine gute Datenrate, wäre anstelle einen USB-Anschluss zu machen und USB zu benutzen. Und die Antwort ist, ja, wir müssen die Ports machen, benutzen, die für den Endbenutzer sind. Aber wenn man diese Ports, die sind zum Beispiel Nexus 3 benutzt, dann ist sogar ein Ethernet-Port angeschlossen. Aber die meisten Benutzer haben keinen Switch zu Hause. Die haben einen Ethernet-Card in dem PC, und dann kann man diesen Ethernet-Karte nicht wirklich benutzen, dass sie das mit ihrem Computer zu Hause anschließen können. Darum müssen wir in der Lage sein, USB zu unterstützen. Benutzer wollen nicht unbedingt sehr große Flexibilität haben. Wir wollen eventuell Flexibilität haben. Als Entwickler möchte ich diese ganze Flexibilität haben, die alle Flexibilität haben, die ich benutze. Ich bin nicht der Endbenutzer. Warum macht man nicht Wishbone auf Ethernet bei Linux? Ja, das kann man machen. Vielleicht kann man einen Studenten finden, der das macht. Ja.
Wäre interessant. Vielleicht können wir später drüber reden. Ja, wir können später drüber reden. Okay, ich habe gerade realisiert, wir sind ein bisschen zu spät für den nächsten Tag. Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, das sind zwei Fragen, aber die Antwort ist, könnte sehr einfach sein. Arbeitet ihr mit Bunny Wang auf dem Nueva-Projekt? Das ist ein toller Laptop, der Open Source ist und der hat auf dem Mainboard eine FPGA. Und die zweite Frage ist, könnt ihr darüber reden, wie die Bitfiles entwickelt werden, was man da benutzt? Ja, ich kenne Bunny, ja, ich habe mit ihm geredet auf dem letzten Kongress, aber im Moment habe ich kein Novena Board. Aber ich möchte das mir näher anschauen und es versuchen zu integrieren in meinem System, weil es sehr interessante Anschluss ist, wie man FPGAs in die Community bringt. Und meine Bitfiles, ich entwickle die Designs im Moment, also letztes Jahr habe ich es mit Eclipse entwickelt, mit ein paar Mac-Files und einem neuen Xilinx Command-Line-Tools und ich ändere gerade zu Atom zum VHDL-Editieren. Bitte zu dem Mikrofon kommen. Das Betriebssystem, das ich benutze, ist ein Debian Linux. Aber ich benutze immer noch die Propriety, die